Hallo und herzlich willkommen zum heutigen How-To. Mein Name ist Christian Kanders aus dem Sales Engineering Team von WatchGuard und ich möchte mit Ihnen einmal durch die Allokierung und durch das Inventory gehen, denn wir haben im Oktober 2023 ein kleines neues Update rausgebracht, was einen größeren Impact auf unsere Partnerbasis haben könnte. Und zwar können wir seit Anfang Oktober auch das Inventory auf sogenannte Allocated Accounts durchführen. Bisher war es ja so, und deswegen haben wir einmal kurz das Help Center auf, dass wir verschiedenes Inventory haben. Das heißt, wir können Fireboxen allokieren, wir können Lizenzen allokieren und weiteres. Dies aber nur aus Accounts, die auch in der WatchGuard Cloud erzeugt worden sind. Jetzt haben wir aber sehr, sehr häufig noch Accounts, die eigenständig erstellt worden sind. Das heißt, jeder Kunde hat oftmals eine eigene ACC-Nummer bei uns bei WatchGuard, der Partner eine ACC-Nummer und die Gerätelizenzen werden immer auf den Account selbst gebucht. Durch die hybridere Szenarik und vor allem auch MSSP-Business haben wir aber gemerkt, dass sich heutzutage bei Kunden und bei Partnern ganz andere Felder öffnen und viele Kunden auch als, ich sag mal, Managed Service die Produkte direkt beziehen, um somit gar nicht mehr gebunden zu sein an irgendwelche Kundennummern und sonstiges, sondern sie sind Kunde des Partners und der Partner versorgt sie mit Lizenzen verschiedener Art. Wie sieht das in der WatchGuard Cloud aus? Deswegen gehen wir mal rüber. In der WatchGuard Cloud sieht das einmal so aus, dass wir natürlich hier eine Übersicht haben. Ich habe mein eigenes Konto, habe eigene Accounts mit drin und habe einen sogenannten delegierten Account vorliegen. Bisher war es so, dieser Delegate Account, und wir gehen mal auf die Administration, ist für mich sichtbar als Partner, aber ich habe nur Möglichkeiten dort zu monitoren, zu konfigurieren, aber nicht sein Inventar selbst zu verwalten. Der Kunde selbst hat einen eigenen ACC-Account. Das bedeutet, er kann sich auch auf watchguard.com selbstständig anmelden und er kann auch auf die cloud.watchguard.com sich selbstständig anmelden und sieht eigentlich seine Konsole, die dann so aussieht, ohne diesen Partnerregister auf der linken Seite. Er kann aber über Konfigurieren Geräte, seine gekaufte, seine erworbene Firewall selbstständig konfigurieren, verwalten und noch weiteres. Jetzt hat er vielleicht die Firewall aber gekauft und die im Einsatz als Kunde, hat aber zum Beispiel Endpoint sehr häufig im Managed Service, das meist mit einer Endpoint Security, einer Endpoint-Lösung oder auch Multifaktor als Managed Service hinzugebucht, für den er monatlich zahlt. Und auch das ist möglich als Partner nun aus seinem Inventar, aus dem Partnerinventar zuzuweisen. Dafür könnte man gehen auf Übersicht, Inventar. Und hier sehen wir dann unsere Zusammenfassung aller Lizenzen. Wichtig auch hier, das können Lizenzen sein, die man im Subscription-Modell hat, das können MSSP-Punkte sein, die in Lizenzen umgewandelt sind, das können große Term-Lizenzen sein, die ich bei mir als Partner selber habe und diese dem Kunden zuweise. Und hier hat man dann die ganze Zusammenfassung, sieht, was noch frei ist, was ich nicht noch benutzt habe und könnte jetzt sagen, ich möchte Endpoint-Zuweisung. Und kann hier oben dann auswählen, welcher meiner Kunden bekommt denn für die verschiedenen Endpoint-Produkte die Lizenzen. Auch hier sieht man wieder NFR, EDR, EPDR und vieles weitere. Also alles, was ich sozusagen als Portfolio habe. Und könnte hier unten auf meine verschiedenen Subscriber oder Service Provider auch Lizenzen vererben. Und hier unten sieht man schon, mein Kunde, CKA-Kunde, delegiert, CKA-Kunde, delegiert, hat bereits EPDR bekommen und Full Encryption. Bedeutet, aus der Perspektive des Kunden habe ich Lizenzen von meinem Partner erhalten. Auch da ist ein Ablaufdatum drin. Ich habe es mal einfach ein Jahr ungefähr gemacht und dann werden die Lizenzen wieder mir zurückgegeben. Das heißt, man kann jetzt Lizenzen auf einen Dedicated Account zuweisen. Auch hier gehen wir einmal kurz rüber. Wie sieht das aus? CK-Kunde. Die Firewall selbst ist in seinem Inventar registriert. Die kann ich nicht sehen. Aber den Endpoint sehe ich jetzt sofort zwei Stück. Ich bin sozusagen der Owner der Assets, das heißt, ich als Partner, mir gehören die Lizenzen, die ich dem Kunden zugewiesen habe. Nicht der Kunde hat sie erworben, sondern er wird bei mir und ich habe sie aus meinem Pool bezogen. Wenn ich hinzu auf die Firebox gehe, sieht man hier entsprechend, dass der Allocation Owner, also der Besitzer sozusagen ist der Lizenz, auch der Kunde selber ist. Das heißt, er hat sie gekauft, sie ist bei ihm registriert worden. Die läuft noch bis 2029, also eine ganze lange Zeit, die wir noch haben. Und somit kann man auch einen guten Mix als Partner machen. Das ist ein neues Feature, was viele, ich sag mal, Hürden auch matcht, die wir heutzutage treffen, dass nicht jeder alles kaufen will auf einmal und entsprechend dort auch Möglichkeiten hat, sozusagen eine hybride Szenario, ein hybrides Verkaufsmodell zu eröffnen. Ich hoffe, das war ein kleines Update für alle, die es bisher noch nicht gesehen haben. Gerne nutzen, gerne rangehen und dann haben wir dort auch eine kleine Möglichkeit, mehr über das Inventory verschiedene Szenarien herzustellen. Ansonsten gehen Sie gerne auf Ihre Kollegen bei uns im Sales zu, sprechen Sie die Modelle durch, sprechen Sie Szenarien durch, wie Sie damit an Ihre Kunden gehen möchten.